Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Ich habe heute eine gute Nachricht für alle Leute, die gerne einen Smartphone haben und die besonderes Probleme haben hier im Smartphone bei diesem solchen Flachbildschirme, diesen Screen Touch halt zu spielen. Besonderes, es macht keinen Spaß bei Rennspiele oder bei Actionspielen. Da kommt man wirklich durcheinander und man braucht einen Controller. Und jetzt gibt es einen Game-Controller für den iPhone und für alle Handys, die mit dem Google-Betriebssystem funktionieren, wie zum Beispiel Samsung und so weiter und so fort, Samsung, LG und ja, und so weiter und so fort. Es gibt jetzt einen neuen geilen Controller, weil ich jetzt der heißt Cry Droid. Ich hoffe, ich habe es gut gelesen und richtig gelesen. Bitte, liebe Freunde, jetzt macht mir keine Vorwürfe, nur weil ich das Wort jetzt nicht richtig gelesen habe. Egal, das interessiert uns nicht. Was mich interessiert, das finde ich voll cool und voll geil, weil man kann jetzt ein Smartphone, ein iPhone oder irgendwo in der Seite stellen und man hat einen Controller und damit kann man wirklich geil zocken und geil spielen, besonders wenn man jetzt eine lange Fahrt hat oder im Bus sitzt oder irgendwo. Das ist toll. So macht wirklich Spiele Spaß und somit brauche ich keinen zusätzlichen PlayStation 3 oder gibt es auch jetzt 4 oder was, oder Xbox oder irgend sowas. Sowas brauche ich nicht mehr kaufen, da kann ich mir auch das Geld sparen und kaufe ich mir dann diesen Game Controller und damit kann ich Spaß haben. Jetzt versuchen auch die Entwickler von dem Game Controller auch bestimmte und coole Spiele für Smartphones. Ich glaube, der Zukunft heißt jetzt Smartphone. Es gibt alles im Smartphone. Es gibt Fernseher, es ist ja fast wie Computer, es ist jetzt auch so eine viele Spielkonsole und was man mit dem Smartphone machen kann, das ist der Hammer. Das ist voll geil, liebe Freunde. Ja, was denkt ihr darüber? Denkt ihr, das ist wirklich cool oder ihr seid PlayStation treu oder ihr seid Xbox treu oder ihr seid wie treu oder er sagt scheißegal, das interessiert mich gar nicht, ich spiele sowieso nicht, ich zocke sowieso nicht. Mich freut eure Meinung und was denkt ihr? Denkt ihr, dass so ein Game-Controller durchsetzen wird und dann jetzt sehen wir immer im Bus, im Zug, auf der Straßen, in der Straßenbahn oder U-Bahn, die Leute haben hier ihren Smartphone an der Seite und einen Game-Controller und dann zocken und alle gegenseitig. Schreibt mir eure Meinung und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls natürlich was Neues gibt, ihr seid dann die Ersten, die alle Nachrichten von Maro Weltshow erfahren werden. Also liebe Freunde, vielen Dank und bleibt Maro Weltshow treu und passt gut auf euch auf. Tschüss liebe Freunde und bis zum nächsten Mal. Ciao.